Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ein Wiener im Wald. Ich bin der Wiener und über mir ist der Wald. Jo, wir sind bei Folge 13 angelangt. In der letzten Folge, die aus zwei Aufnahmen bestanden hat, haben wir unter anderem, waren wir ja in der einen Mine drinnen, wir haben endlich die tolle Schaufelhammer gekriegt und nachträglich halt eben, weil das ja so lang dauert hat und sowas, bin ich jetzt auch abgegangen und habe mit der Schaufel schon mal ein paar Gräber gelootet, wenn man so will. Und wir waren jetzt auch in, haben ja bei der Schnitzeljagd einen neuen Standort gefunden von einem Bunker. Mehr oder weniger so ein Lebensraumbunker ist es halt eben. Da waren wir jetzt da drinnen und da haben wir jetzt doch ein paar Sachen gekriegt. Hey, siehst du, das ist wieder alles da. Dann hole ich es mal noch einmal. Dann außerdem wollten wir hier noch die, jetzt, Dankeschön, es hat ewig gedauert, aber endlich haben wir es gekriegt. So, da haben wir ja noch, genau, das, da brennt es noch immer. Okay, aber da ist jetzt nichts mehr. Wurscht. Dann, pass auf, ich hole mir jetzt noch, falls da noch was rumliegt, hole ich es mir noch. Ich glaube aber mal nicht. Ja, dann müssen. Wobei, weißt was, wir sind gerade hier. Wir sind ja eh noch nicht fertig. Ich glaube, zwei fehlen uns noch, gell? Zwei Stückchen von dieser Nano-Rüstung oder wie das heißt halt eben. Und dann holen wir uns die gar. So, noch einmal, da ist schon Tinte drinnen, warum nicht, mit dem 3D-Drucker da, das nehmen wir uns mit. Location für den nächsten Bunker haben wir ja schon bekommen. Ja, da haben wir jetzt noch einmal Fleisch, das nehmen wir uns einfach so mit. Stunner Gun. So, ich glaube, jetzt haben wir eine komplette Rüstung, oder? Ich glaube ja. Ja, das tolle Bildchen davon möchte gern Iron Man, keine Ahnung was. So, speicheln wir noch einmal. Und wir gehen weiter auf Lootjagd, weil nämlich, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, wo ich auf jeden Fall hin will, ist halt eben den letzten Beacon will ich mir da holen. Ja, die ganzen Dinger braucht man nicht von mir aus da. Das nehmen wir noch mit. Den Draht. Aber ansonsten war es das. Ah ja, und die Keycard haben wir jetzt, also zumindest eine Keycard haben wir gekriegt. Oh, 1 mm. Ja, warum nicht? Warum nicht? Und gehen wir wieder auf. Das heißt, da können wir wahrscheinlich jetzt dann in die anderen, bei den Bunker noch weiterkommen. So, das gehen wir mal weg. Ist da eh keiner? Nö. Was wollte ich jetzt schauen? Trinkwasser haben wir da nichts mehr, aber wir haben hier Kelvin Spezial, das passt. Da ist die Keycard, das ist gut. Ah, Blödsinn, da wollte ich schauen, genau. Nee, das ist genau auf dem Weg. Ja, nix wie hin. Und natürlich Druckerpatrone. Ja, okay, uns geht's eh halbwegs gut. Dann schauen wir mal. Ah, fuck, ich hab vergessen. Ach, shit. Die Auflösung habe ich vergessen, dass ich die umändere. Ist wurscht, kann ich jetzt nicht machen. Weil wenn ich jetzt die Auflösung umändere, passt es nicht mit OBS zusammen. Fuck, das habe ich vergessen. Entschuldigung, weil ich ja noch gesagt habe, von wegen ich nehme mit 1440p auf, dass ich umstellen will auf 1080p, dass vielleicht das Spiel dann länger durchhält. Ah, schon wieder her, das Fliegenpilz. Warum muss ich auch die Familie Puften suchen? Nein, Fliegenpilz sollte ich suchen, den würde ich dauernd finden.
Und ich möchte direkt gleich dorthin gehen. Keine Abstecher. Wenn wir was auf dem Weg finden, okay, aber ich habe es nicht vor, da jetzt großartig irgendwie Sightseeing zu machen. Was weiß es? Der Wind hört sich gerade wieder an, als wenn da eine Höhle war. Aber ich meine eine richtige Höhle, jetzt nicht das, was wir da suchen. Also so ein Bunker, sondern eine richtige Höhle. Eigentlich sollte man immer nach links und rechts schauen, wenn man eine Straße überquert. Aber war ja nur ein Gehweg. So, da werde ich geblendet oder halt eben auf mein GPS werde ich geblendet von der Sonne. Da ist er. Den muss ich auch wieder ausgraben. Nee, das ist eine Höhle. Okay. Ich gerade angehört, dass wenn daher jemand daher rennt. Okay, pass auf, sicherheitshalber werde ich schauen, dass ich hier speichle. Einfach nur aus dem Grund, weil es kann sogar sein, dass jetzt da halt eben, das kommt aber wirklich leider immer wieder vor, dass eben dieser Übergang von draußen in eine Höhle, dass da Komplikationen gibt. Boah. Das hat sich schon wieder angehört, als wenn da irgendwie so ein Caritas-Jabber der hat herumgerollt. Dieses. Ja, ja, Batman, wissen wir schon. Oh. Food and Drinking. Hallo. Ja, das kenne ich auch noch vom Gronk halt eben. Na, dann gehen wir mal auf Lootjagd. Nur da auf der Seite ist einmal nichts. Food for tonight's event only. Food for tonight's event only. Ja, schaut aus, es fresh until Tuesday. Welcher Tuesday, ne? Do not leave freezer to open. Guter Ratschlag. Eieiei. Keycard, werden wir nachher schon, ob das jetzt richtig war oder nicht. Okay, da ist noch mehr Fleisch. Nehmen wir mit. Ostern, jawohl. Nudeln. Zwiebeln. Nö, kann man nicht. Was? Gleich essen. Crunchy Wunchies. Obst und sowas. Ja, das sind so komisch. Warte, wie heißen die gar Speckwürfel, genau. Thought you might find this interesting. We're calling it Artifact 1. Might be related to the cube you guys found. Okay. Ja, ich könnte vielleicht einmal andere Pfeile benutzen, dann kann ich die auch wieder aufsammeln. So, und da sind auch nochmal diese Speckcubes. Oh, nee, das waren Gehirnstückchen. Sehr schön. So, und hier ist ja auch noch gar nichts. Da ist zugeschleimt. Die hängen alle ab, eh klar.
Deswegen, weil ich gewusst habe, da sind keine Feinde, deswegen bin ich da auch jetzt so. Oh, das sind wieder Speckstückchen. Ja. Deswegen hatte ich jetzt da keinen echten Schiss. Jetzt wird's interessant. Ist das eine, mit der wir weiter. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Pass auf. Sorry, aber da muss ich jetzt da auch noch speicheln. Weil das kenne ich definitiv noch nicht. Sicherheitshalber immer Bieber Electronics. Okay. Hier wird angebaut. Okay, hier waren Alien unterwegs, so wie es ausschaut. Weil Luftschacht und Blutspur ist Alien. Geschlechtig, schon wieder. Kiebelbabys. Au! Fuck, das sind noch welche. Schickt mir Frösche, Heuschrecken, alles, nur nicht sie. Was ist das, die Ding? What the fuck is that? Oh, die Armbrust, schön. What the fuck is that? Energiemischung. Muss ich eigentlich? Nee, muss ich nicht. Geil! Absolut geil! Ja, haben wir auch die 6 statt dem Kreuz. Ist wurscht. Nehmen wir mal die 3D-gedruckten Pfeile. Oh, 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 ist das ein Fingerlicky? Ja. Ah! Ach Gott. Ja, mit dem gedruckten Pfeil bin ich nicht so gut. Gut, er steht in der Ecke, das passt. Gute Zielscheibe. Ah, da sieht man, wie viel der Kiebe aushaltet. Kriege ich den wieder? Danke. So, jetzt du darfst.
Ja, normalerweise wahrscheinlich sollte das mit der Armbrust rumrennen, ist mir schon klar, aber. Alter, da kriegst du so viele Armbrustbolzen, voll geil! Okay, kurz, erstens mal diesen hier. Ah ja, brauchen wir überhaupt nicht, Entschuldigung. Ich müsste mal ein Kelvin Spezial zu mir nehmen. Oder nein, weißt du was? Red Bull tut's auch. Ist keins, aber ich sag dazu Red Bull. Ist halt eine Energy Drink. Ich trinke auch schon seit Ewigkeiten kein Red Bull mehr. Habe ich früher auch sehr viel getrunken. Ich habe dann geswitcht auf einen anderen Energy Drink, den ich noch ab und gut war es, dass ich gespeichert habe. Gut war es, dass ich gespeichert habe. Shit, ich habe nicht mal nachgeschaut, wann ich angefangen habe zum Aufnehmen. Aber ich glaube, das waren jetzt so 15 Minuten oder was. Wenn es in diesem Rhythmus weitergehen würde, hätte ich kein Problem. Nur was mir immer am Arsch geht, ist das von wegen am Anfang, wenn ich die Folge anfange, so 15 Minuten und dann alle 5 Minuten. Da haben wir dann ein ganz großes Problem. Jetzt gehe ich aber weiter. Mich interessiert wirklich, was da sonst noch kommt. Nur theoretisch, dadurch, dass ich gerade gespeichert habe, sollten jetzt da zumindest die paar Viecher, was ich da jetzt der Meier gemacht habe, weg sein. Aber ich habe schon ein bisschen herumprobiert, halt eben mit den anderen Pfeile, die du hast, statt dieser Steinpfeile. Die Steinpfeile sind halt eben diese, welche, die kannst du selber machen, sind aber die schwächsten. Dann gibt es die 3D-Pfeile, das sind, glaube ich, die zweitstärksten oder vielleicht sogar die stärksten. Dann gibt es halt eben die Jagdpfeile. Und selbige Text wie vorhin, das sind entweder die zweitstärksten oder die stärksten. Nur die Flugbahn von denen ist ganz anders, deswegen ich tue mir da noch immer so schwer, wenn ich mit denen feuere, aber halt eben sie haben auf jeden Fall eine viel ärgere Durchschlagskraft. Wobei eigentlich, weißt was, wenn wir schon dabei sind, das Einzige halt eben das Nachladen ist für eine Wash. Weil, nein, bleiben wir einfach bei dem, wir sind schnell beim Nachladen. Dafür treffen wir halt eben vielleicht jetzt nicht so tolle. Okay. Es erinnert an Alien 4 und ein bisschen erinnert es auch an Deep Blue Sea. Weil wenn da jetzt ein Haifisch kommen sollte, was sogar möglich wäre, weil es ist, das Wasser ist tief genug. Nur ich würde mich ehrlich gesagt nicht so wirklich wohlfühlen in einem überfluteten Raum, wo viel Elektrik ist. Ach du Scheiße. Alter, was geht hier ab? Aber wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn da irgendwo ein Haifisch ist. Weil es gibt ja Haifische in dem Spiel. Ja, ich schaue mich nur ein bisschen um. Alter, das ist riesig. Ich weiß nicht, kommen wir da irgendwo auch hin? Oder beziehungsweise hat es einen Sinn, dass wir da reingehen? Dahin?
Sehr gut, da haben wir wieder ein Schnitzel von der Jagd. Sorry, ich muss es machen. Wir haben jetzt selber gerade gesehen, von wegen, dass es. Dass wieder Dinge. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da abgeht, da oben in dem Monitor. Hä? Sind die mutiert? Was haben die gemacht mit denen? Das ist creepy. Das ist echt creepy. Was ist? Ja, das ist wieder toll. One more of artifact. Two think they are related to the cube? Fragezeichen. Ja, und ich habe mir zuerst das Foto auch nicht angeschaut. Okay. Gut, die sollten wir alle mit haben. Läufer auf B3 Schachmatt. Ohnehin schon. Was? Einfach so. Ha. Aus dem Arm geschüttelt. Da ist wieder das Magazin. Aber das ist Doris Gilchill. Keine Ahnung, kann man nicht da lesen. Wobei, warte mal. Wir können alle Optionen. Da, jetzt können wir. Ach du heilige Covergirl. Na, die ist nicht so tolle. Die hat vom Weiten noch besser ausgeschaut. Alter, wie finster kann man hier reinschauen. Exclusive our top 5 Cougar Grandmothers of the Year. Oh, da! Ja, okay, gut. Soll auch sein, warum nicht, aber. Dann kennt ihr es wenigstens anders rein schon, Alter. Aber das ist ja bistonarisch. Die haben einen Humor. Ah ja, das Erz wird gesucht. So, wo steht. Keycard! Virginia! Die Keycard von der Virginia haben wir. Wild Story, Plane Crash Survivor claims Pharmaceutical Company experimenting on human, mutant humans. Ja, der Typ war an was dran. So umgehört haben wir es noch nicht. Gut, wenn wir jetzt alles haben, dann wir noch einmal speichern. Wir speichern eh so selten erst. Nicht O, die 0, bitte. Ach Gott, jetzt tut das nicht wegräumen. Entschuldigung. Er tut es auch nicht wegräumen, weil wir im Schwimmmodus sind. So, was haben wir hier? Six, ich brauch's nicht einmal in die Hand nehmen. Da hinten. Ja, wir haben hier ein paar mit klassischer Musik. Super. Na gut, ich habe, hoffe ich, doch auch mal was mitgebracht. So, wer will mal? Wobei, eigentlich, wir hätten die Armbrust dabei. Das sollten wir uns eigentlich leichter tun. Toll daneben. Ich hab's noch nicht so lang. Alter! Okay, vergiss es. Müssen wir alles wieder selber machen, gell? Na komm! Haha! Blödes. Das da! So.
Ja, wenigstens unseren Bolzen haben wir wieder bekommen. Der zweite Bolzen. Oh Scheiße, oh Scheiße. Das sind auch noch Dinger, die sind schneller. Okay, die halten ein bisschen mehr aus, oder was? Alter, die sind creepy. Wer was? Boah, der Herz, ich krieg Gänsehaut. So. Nochmal. Fuck it, Alter. Alter. Nein, das Falsche. Ich möchte mal schauen, reagieren die aufs Kreuz? Ja. Auf das funktioniert, also auf das gehen sogar. Ah ja, aber nur kurzfristig. Alter! Toll! Na geh! Okay. Oh, super, jetzt habe ich schon gerade von vorn gehört. Warte mal, was? Ich bin da hinten? Na, Alter. Ja, und jetzt ist da wieder der ganze Loot. Gut, ich meine, Ding habe ich ja keine mehr, gell? Na, Rüstung haben wir null. Ja, wisst was, wir machen's. Ich könnte jetzt damit leben, von wegen, und hey, ja, ich kehre zurück ein anderes Mal oder was, aber ehrlich gesagt, ich würde gern die Sektion da unten fertig machen. Also dank dem Update ist auf jeden Fall das Ding wirklich schon entschärft worden, muss man zugeben. Diese Flickenklatschenfalle ist jetzt nicht mehr ganz so brutal wie vorher. Also in dem Sinne von wegen, dass die jetzt nicht so viel Schaden macht. Gut, den haben wir uns schon geholt. Nicht falsch. Okay, wir bauen es trotzdem. Dass wir auf jeden Fall einen Rückzugspunkt haben. Gut, gegen die müssten wir es eigentlich noch so schaffen. Nur wir dürfen halt eben nicht vorgehen, derweilen zu den... ja, zu den Glasscheiben da. Alter, aber bist du deppert, die halten urviel aus. Also die sind wirklich Wahnsinn. Die waren zu dritt. Von denen rede ich jetzt da. Oh, die sind zu viert. Auch nicht schlecht. Ja, du mich auch.
Na ja, gut, das ist jetzt wieder alle gegen mich, eh klar. Ein. Okay, ja. Nur zur Berichtigung, gell? Das ist nicht feige, das ist ein taktischer Rückzug, den man hier macht. Bisschen mit Köpfchen vorgehen, oder? Sonst endet man wie General Custer. Weil einfach nur deppert Angriff. Die sind nicht weit und nicht alt geworden. Nicht weit gekommen und nicht alt geworden, die Leute. Und wer jetzt nicht wissen sollte, wer General Custer ist, einmal googeln, bitte. Da ist noch einer. Wobei, weißt du was, ist wurscht. Jetzt haben wir es. Probieren es nochmal. Ich meine, immerhin, wenn ich irgendwie... Ich weiß auch da nicht hundertprozentig, weil Kimme und Korn hat das Ding nicht. Das war gut. Die halten Granaten aus, willst mich verarschen? Falsche Tür. Ich hab genug davon. Kann ich nicht noch eine haben? Nee. Bitte, wie schafft man die? Endlich down! Was die auch? Ist das jetzt eine spezielle Mutantenhaut? Weil ich meine, hallo? Was die kippen? Unheilige Rüstung? So, muss ich es aufstellen und dann kann ich es abbauen, oder was? Kann die gar nicht mehr abbauen. Na? Ihr lasst mich nicht mehr abbauen. Weder. Alter, 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 was haben die da aufgeführt? Alter. Ich meine, ja, okay, um die paar Dinger geht's mir jetzt nicht, aber... Naja, sicherheitshalber nehmen wir jetzt so die Dinger. So. Ich meine, wenn die hin sind, was, da die Slinkies und so irgendwas, dann könnte ich doch wenigstens sie halten, oder? Speckstückchen.
Hank, we have wasted another full afternoon and still have been unable to find any trace of the golf balls. Ja, weil ich's habe in meinem Lager. This is entirely unacceptable. Additionally, not getting a response to any of these emails is extremely unprofessional. Neither myself nor my brother are happy with how we are being treated. Miles Goldstein. Ja, dann schnapp ich mir noch die letzten Häppchen hier. Edward Puffton. Ja, na, da haben wir die andere. Und da, also die Mutter Barbara Puffton. Und natürlich, da hätten wir die Virginia. Jo, wissen wir schon. Gibst das weg? Danke. Die Frage stellt sich, haben wir jetzt da überall irgendwelche Speckstückchen, weil das... Ja, das brauche ich ja nicht alles mitnehmen. Mhm. Ich meine, die schöne Kuschel-Lounge da, ohne... Oh, ein Dresschen für die Virginia, würde ich mal behaupten. Ich meine, vielleicht trägt es das Ding auch. Cleans. All the way around. Okay. Digging Monthly, Alter! Was zum Essen? Ja, aber das schaut schon hinaus. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Ich tipp mal. Man könnte man vielleicht noch hinschauen. Da ist nichts. Aber sei mal nicht böse. Großartig. Holo VR, cool. Großartig. In der Story sind wir jetzt nicht unbedingt weiter. Ich meine, ja, ist mir schon klar jetzt. Da haben wir rausgefunden, von wegen, dass die halt eben wahrscheinlich auch Experimente mit ihre Danke. Obwohl es coole Musik ist, aber ich möchte es nicht dauerhaft haben. Wir haben die Armbrust gekriegt, das ist cool. Ja, also loot-technisch ist eigentlich eh cool, was wir da gekriegt haben. Ich würde jetzt trotzdem nur gern einmal hier nochmal speicheln. Dass wir die Keykarte gekriegt haben, ist cool. Dass wir eine neue Gattung von Mutanten kennengelernt haben, das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so cool, weil, jo. Alter, darf ich irgendwas auch wieder abbauen herinnen? Da, dankeschön. Ich möchte trotzdem schauen, ob ich in das Fenster reinhupfen kann. Und halt eben, dass die drei Leutchen halt eben unsere Puftens eigentlich hier anwesend hätten sein müssen. Wieso kann ich das nicht abbauen? Aber die nicht da gewesen sind. Gott. Oh Gott, wir können hier wirklich sein. Ach du Heilige. Gott, wo kommen wir da hin? Oh. Weißt du, vorher tue ich noch deppertes Maul aufreißen. Oh, richtig viel gefunden haben wir nicht. Und hey, da geht es ja gar nicht weiter. Wollte ich nämlich schon sagen. Dead End. Ja. Oh, wo geht's da hin? Und ich wollte mein Haus bauen. Da geht's nach links, da geht's nach rechts. Schauen wir mal nach links. Okay. Wechselt der den? Ja, danke schön. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, wechselt der den Tank eigentlich unter Wasser oder oberhalb von. Also an der Wasseroberfläche.
Nicht schon wieder. Danke für die Begrüßung. Kommst du daher? Blöder Bauer, du. Okay. Ja, ich muss eh nochmal zurück. So wie es ausschaut. Was heißt, so wie es ausschaut? Ich habe vor der Höhle, also vor dem Höhleneingang habe ich eine gesetzt. Dann drinnen unten am Anfang von der Höhle habe ich einen gesetzt. Und gut, den einen jetzt seitdem, halt den ich immer wieder mitsah. Also die da. Danke. Und ich, also ich müsste eh nochmal zurückgehen. Außer das ist jetzt ein Dead End. Weil es ist ja rechts auch noch weitergegangen. Toll. Ich muss zurück. Weil wenn ich da jetzt runterhupf, komme ich nicht mehr zurück. Ich tippe eh ganz stark darauf, dass wenn ich jetzt in die, also jetzt dann nach links, vorher wäre es also nach rechts gewesen, wenn ich darüber tauche, dass da nichts ist, dass da entweder Dead End ist oder ja, dass im Endeffekt einfach nicht weitergeht. Aber trotzdem, was, nicht, dass ich dann die ganze Zeit überlege, hey, was ist da, was war da? Ja, da ist eh nichts. Okay, Entschuldigung. Aber lieber die als die Frakt. Oh Gott, das waren die Dinger, das waren die Puftens. Das, Alter, an das habe ich gar nicht gedacht. Das ist mir jetzt erst eingefallen, weil ich noch sagen wollte, von wegen, oh ja, die sind mir lieber als, als die anderen. Aber eben eher mit Vollbart. Und Alter, wir haben die Eltern umgehauen. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass man jetzt großartig mit denen hätte interagieren können oder was? Die kommen raus und hacken einen nieder, da kannst du nichts machen. Aber das war definitiv Endboss-Material. So, ein bisschen was. So, wie geht's uns? Dann trinken wir mal. Ein Kelvin-Spezial. Das hat nicht viel gebracht. Fuck it, Alter, die Eltern waren's. Ich komme auf sowas im ersten Moment nicht. Also normal gibt viele Sachen, wo, Alter, das ist ja eh logisch, dass das war. Alter, die Ur-Revelation hatte ich jetzt gerade. Hey, der fehlende Beweis im Fall Kessler. Mein Gott, er war unschuldig. Er war vor 3 Jahren auf dem elektrischen Stuhl. Na, was soll's. Nein! Nein! Gern die Tier. So. Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Okay. Haben wir noch? Haben wir. Toll, danke, wegen euch habe ich die... Tschüss!
Ich brauche die Rüstung. Blöde Drecksviecher. Ich meine, es gibt noch eine stärkere Variante. Die habe ich noch nicht angetroffen. Ich kenne es nur aus Videos. Das sind die Dämonen. Die Dämonen, das sind, glaube ich, die stärksten und schnellsten Kämpfer in dem Spiel. What the fuck? Die kommen aus der Erde. Gut, okay, dass er sich jetzt da oben halt eben einnisten oder was, das passt schon. Aber die sind gerade durch die Erde geflogen. Wir kommen raus. Wo sind wir da? Okay. Alter, wo sind wir da? Da sind wir weit weg vom Schuss, hä? Toll, das heißt, ich muss jetzt da nochmal raufgehen, weil erstens mal vor der Höhle haben wir... Ja, und die... Virginia... ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe deine Family gefunden. Und ich steck da fest. Nein, nicht in der Virginia, sondern einfach, ich bin gegen einen Baum gerannt in der Dunkelheit. Das ist das Nächste, ich sehe nichts. Alter, finster wie ein Antenarsch. Und ich weiß, ich renne davon, aber wie würdest du es ihr erklären? Überhaupt in-game? Also... Ignorance is bliss, würde ich mal behaupten. Also theoretisch, meinen Auftrag habe ich erfüllt. Ich habe zumindest die Überreste davon gefunden. Großartig, mit ihnen irgendwas ausdiskutieren konnte man ja nicht. Siehst du, ich hätte mal die ganzen Stücke da nehmen können. Wir bräuchten eh wieder mal Stückis. Ständis. Da kommt's. Hallo. Ich weiß gar nicht, kann ich's. Ja, okay, da hängt sich auch dann das Spiel einmal auf. Hupfen wir wieder eine. Ne, ich muss auf jeden Fall drück ran. Das einzige nur... Ach Gott, jetzt bin ich in der Höhle. Das heißt, jetzt habe ich jetzt nochmal das Vergnügen gegen die Alte und die drei Babys zu kämpfen. Wuhu, yippie. Ich müsste noch mal in real life auch schlafen gehen. Ist schon spät. Man hat sie eh unten gesehen, 23.14 Uhr oder was. Seriously? So, also wie gesagt, da kommt... Hüpf. Uff. Hat die gerade gelegt, oder was? Na komm her, Alter, ich brauche die Rüstung, das passt schon. Hallo. Na komm.
musste mich nochmal treffen, war ja klar. Ja, und man trifft nichts. Das ist überhaupt immer das Beste. Das ist irgendwo da hinten. Gut. Ja, genau. Das ist die Batman-Hülle da. Dieses Mal ist Tag. Das ist wieder was, das... einmal ist so, einmal ist so. So. Ich drücke immer das Falsche. L, danke. Aber das brauchen wir dafür. Gut, rauf. Ich sag, wenn wir was finden, ist okay, dann nehmen wir es mit. Sorry, ich weiß, es auch mir wird schwindelig dabei. Stange, 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 Stange. Oh! Die Virginia feuert auf irgendwas oder irgendjemanden. Ja, da hinten sind sie schon wieder. Okay, sie kann sich selbst verteidigen. Besser als ich wahrscheinlich sogar. Ich muss rauf, ich muss rauf. Da war ich noch. Doch, da war ich. Deswegen muss ich rauf. Ich möchte mal mein deppertes Zelt da wiederholen. Aber jetzt wird es halt eben dunkel. Gut, dann kann ich schon wieder hinkommen, weil ich habe vorher habe ich länger braucht gegen die depperten Babys und Co. Der Forest ist teilweise zu dicht. Bambi! Aber schön. Mit dem Himmel und dem Ganzen. Ein Slinky? Willst du mich verarschen? Was macht der Slinky da? Alter Slinky, schleich dich! Böser Slinky. Ja, da hat er mir noch eine in die Fresse, oder? Von hinten. Sind wir drin? Ach Gott. Ganz vergessen, da müssen wir jetzt wieder runtergehen. So, pass auf, dann essen wir da mal was. So, gegessen haben wir. Oh, können wir sogar noch mitnehmen. Ja, können wir nicht mitnehmen. Gibt es da was zum Trinken auch noch? Ich meine, wir haben genug mit, aber ich schaue trotzdem mal nach, ob es da irgendwas gibt.
Schaut nicht so aus. Ja, da gibt es diese Gehirnstückchen und Co., aber die braucht ja keiner. Gut, dann trinkt man noch. Ja, trinkt man das noch hinterher. Ja, wurscht. Wir haben es ja. So, jetzt gehen wir schlafen. Oh, wir können wieder was essen und trinken. Da haben wir den Essen. Das hat nicht viel gebracht, aber noch ein paar Fruit Loops. So, da ist die Stange. Gut, dann gehen wir rauf. Ah, siehst du, ich kann eine Rüstung kann ich auch wieder anlegen. Das wäre auch vielleicht so blöd, weil ich verliere ja eh dauernd Rüstung. Dann gehen wir rauf. Aber wir haben jetzt da immer noch den anderen Bunker. Also das, was wir ja als den ersten, was wir gekriegt haben, wo der erste 3D-Drucker drinnen war. So. Nee, Blödsinn. Gut, ich möchte noch. Ja, grüß dich und tschüss. Ich möchte mir noch das anschauen, von wegen da. Der letzte GPS-Sensor. Ob da irgendwas Besonderes drinnen ist. Weil, eben, ich weiß, es ist ein Grab. Also, der ist verbuddelt. Aber auch schon länger muss der verbuddelt sein. Bilde ich mir ein. He tasks me. From hell's heart stab at thee. Also im Endeffekt, wer es nicht kennen soll, Zorn des Khan halt eben, also Star Trek, zweiter Teil auf Englisch und bei der Big Bang Theory kommt es ja auch vor. Ja, also ich glaube mal, die sehen. Ausländer wollte ich jetzt schon sagen. Gott, na. Dankeschön. Ja, das war zu flink. I come in peace, glaubt's mir das? Ich glaube nicht. Ach Gott, da kommen noch mehr. Uff, so hoch. Na geh! Ah, okay. Alter! Das ist überhaupt, wenn es immer so knapp über den Shell drüber fetzt, das ist. Das nervt. So. Entschuldigung, hol mal nur die Pfeile. Okay. Bin sonst eigentlich auf der Durchreise und ein sehr umgängliches Kerlchen, aber bei euch mache ich eine Ausnahme. Ey, wo sind alle hingelaufen? Nein, ich möchte den Pfeil haben. Da. Okay, den Arm brauchen wir nicht. Schauen wir mal, was da alles da ist.
Fall. Ja, von mir kann man auch wieder mal nehmen. Ist das. Nein, das ist nicht. Was haben wir denn da? Zack. Können wir auch nicht mehr gebrauchen. Die haben Matratzen, Alter. Allein das war schon wert. Ein Matratzenlager. Naja. Geld, Geld. Das ist wie so ein Wunschbrunnen, gell? Ja, da hätten wir so ein Ding, so eine Fahrmöglichkeit. Da ist wieder so ein Thron. So, was ist bei dem da drinnen? Eh nix. Ah, da ist noch einer. Life West. Was ist das? Ah, das ist wieder sowas. Okay, sorry, haben mich in der Tür geirrt. Tut leid. War nicht so gemeint. Ist der, wenn der große weiße Mann kommt, dann passiert sowas schon mal. Hauptsache wieder ein Fliegenpilz da. Überall Fliegenpilz. Und Eichhörnchen. Das musste ich so und so machen. Weil da genau in der Nähe muss ich ja buddeln. Und da ist gut, wenn die nicht da sind. Aber ich finde es lustig, dass ich gegen dass ich mich gegen die Normalos quasi überhaupt mit wenn die Rüstung tragen, viel schwerer tue als gegen Mutanten. Da ist es. Voilà. Ja. Alter, wie viele sind da da? Passt schon. So, ich will extra nicht schauen, dass ich die irgendwie ins Ding reinkriege. Kiebe. Noch weiter? Oder habe ich jetzt mehr Ruhe? Ah, das Ding dreht durch, ich weiß nicht. Ich trage noch immer die... Danke. Alter, wirst du mich verarschen? Ich hab's...
Jetzt aber. So. Wo ist er? Die ganze Zeit auf der falschen. Ja, okay, Entschuldigung. Okay, das ist okay. I'm loving it. Oh, ich krieg Doom-Flashbacks. Ah, oh, das ist geil. Geil, geil, geil. Trotzdem schaue ich nachher wie. Ja, okay, Pfeil, Pfeil, Pfeil. Ah, ich soll etwas trinken, gell? Stoff! Und Kugeln. Ja, und das haben wir, glaube ich, zu viel gehabt. Also das ist ja das, das Gute, von wegen, dass jetzt halt eben die überflüssigen Sachen werden dann einfach rausgehauen. Gut, okay, na, das war geil. Dann mal nochmal speicheln. Abbauen. Pass auf. Ich probiere es einfach. Ich gehe nach Norden, weil ich bilde mir ein, da war ja so ein Fluggerät. Also so ein Gleiter. Zumindest gibt es ja mehrere Gleiter. Ja, die Schrotflinte werden wir jetzt nicht nehmen. Eigentlich, das brauche ich gar nicht. Dann würde ich mir nämlich leichter tun mit Heimfahren. Oder Heimfliegen eigentlich. Heimfahren. Ja, Heimfahren könnte ich auch, wenn ich jetzt da wieder zurückgehe, wo auch immer dieses eine Lager war. Ich weiß gar nicht, ob das so gescheit ist, dass ich mich da am Weg halt. Oh, doch. Oh. Nehmen wir mit. Gut, da könnte ich auch ein Ding finden, wahrscheinlich so ein King 5. Definitiv sogar. Das Lager kennen wir eh, da waren wir schon mal. Immer mehr, da müsste eine Schildkröte drin sein. Ja, eine Schildkröte. Und der fliegende Alkohol ist da, genau. Apropos fliegender Alkohol, das können wir auch noch machen. Haben wir ja verbraucht. Okay, jetzt geht's nicht mehr. So, wo ist der Alkohol? Der fliegende Alkohol, wo ist der hin? Der gute fliegende Alkohol. So, pass auf, ich werde mich hier mal, also ich werde hier nochmal abspeichern, ist ja wurscht. Also wie gesagt, da hätten wir so einen, wenn es ist.
Gelbes. Pfeilblatt gesammelt. Das machen wir jetzt. Okay, ich verstehe jetzt nur nicht, warum da alles nach unten geht. Also die Landschaft, dass die so abschüssig ist zur Küste hin. Weil du hast ja fast überall nur Klippen gehabt. Du hast immer wieder so kurze Hänge gehabt von mir aus. Da muss ich zugeben, wäre ich jetzt auch in Versuchung, selbst wenn ich einen Gleiter finden sollte, dass ich mit dem Gleiter, falls ich vorbeikomme, bei diesem Rettungsboot. Na, da ist nichts. Ah, fuck. Na. Da wäre es wirklich schon fast gescheiter. Ich gehe zurück zum Roller. Und schau, dass ich mit dem Roller halbwegs schnell irgendwo hinkomme. Auch vorher waschen wir uns mal. Ja, und ich müsste neue, eben unten steht ja neue Anleitung im Inventar, weil ich halt eben das Pfeilblatt da gefunden habe. Wenn man das irgendwas bringt. Ich weiß auch auf, eben beim... Beim Strand bin ich ja auch an einem paar Gräbern ja schon vorbeikommen. Warte mal, war das jetzt da? Ja, da war das. Da muss ich jetzt links raufgehen halt eben. Genau. Gut, wenn wir schon da sind, schauen wir mal nach, was wir da finden. Cool. Okay. Kann man dann ein bisschen dem Weg folgen. Ah! Da sind wir. Na, oder? Das habe ich damals im Probespiel habe ich das gefunden, weil nämlich, na was wo ist, hier müsste man, einen Anzug finden. Genau, da ist er. Das Jackett haben wir jetzt gefunden. Das ist ein Outfit für einen, für einen Lord Kelvin. Damit schaut er aus wie ein Stadtstreicher. Also geht, aber ist jetzt nicht gerade die Sternstunde von Lord Kelvin, wenn er das trägt. Stoff. Fliegendes Geld. Fliegende Knochen.
Bei meinen allerersten Anspielen habe ich das gefunden gehabt. Falsch, falsch. So, warte mal kurz, wo müssen wir hin überhaupt? Oh. Alter. Ja, eigentlich können wir da hin. Gut, dass ich gespeichert habe. Wir sind auf 1,16. Pass auf, jetzt was? Wir lassen es hier gut sein. War eine interessante Folge, gebe ich zu. Also wir haben die Schrotflinte, ich habe im Nachhinein herausgefunden, von wegen, dass wir jetzt die Puften um die Ecke gebracht haben, aber das war definitiv Notwehr. Und dass die halt eben auch wahrscheinlich entweder ist bei denen irgendein Experiment nach hinten losgegangen, dass die auch infiziert worden sind, oder die sind halt eben auch quasi beschissen worden von irgendjemandem und dadurch sind sie infiziert worden, weil genau wissen wir es nicht. Ja, und dann diese zwei Notizen halt eben von wegen, hey, das könnte was mit dem Cube zu tun haben. Ich denke deswegen an Cube. Ich weiß gar nicht, ob ich damals drauf eingegangen bin. Ich glaube, in der ersten Höhle, wo wir waren, da hast du halt eben so eine Zeichnung von so einem Cube, halt eben, wo die Leute drumherum alle. Im ersten Moment hab ich gedacht, das schaut aus wie Beten, aber ich glaube eher, das schaut aus, dass alle irgendwie umkippen und verrecken halt eben bei diesem Cube. Außer die Person, die drinnen ist, irgendwie sowas. Also da kann ich auch jetzt nur mutmaßen, wenn überhaupt. Aber ich würde es jetzt halt mal so machen und halt eben, dass wir die Ambos gefunden haben, auch geil, dass wir halt eben jetzt die Schnitzeljagd fortführen, finde ich auch geil. Aber der Weg von dort, wo wir jetzt sind, zurück zu meiner Behausung oder zu meiner Festung, das werde ich wohl auf eigene Faust machen. Ich glaube, da braucht es nicht unbedingt dabei sein, weil im Endeffekt, wie gesagt, ich werde dorthin fahren auf schnellsten Wege, sofern das möglich ist. Mal schauen, vielleicht tue ich ein bisschen weiterbauen. Wie gesagt, es bringt nichts mit, euch zu bauen. Es tut mir echt leid, aber wenn alle 15 Minuten das Spiel sich aufhängt, was ein gutes Szenario ist, weiß ich nicht, wie weit ich komme mit dem Bauen. Kann auch sein, dass ich einfach mal anfange und dann in der Mitte euch dazu hole. Das muss ich mir noch überlegen, wie wir das machen. Auf jeden Fall muss ich ja auch noch schauen in den ersten Bunker oder in die erste Hülle, was halt eben ja von der Einrichtung dort ist, wo dieser erste 3D-Drucker war, da gibt es ja auch noch eine Tür mit, wo man die Sicherheitskarte braucht haben. Und dadurch, dass wir jetzt die Sicherheitskarte überhaupt auch noch nicht nur von einem Mitarbeiter, sondern von Herrn Puften selber haben, oder Papa Puff, jo, müssten wir eigentlich dort reinkommen. Da bin ich schon sehr gespannt, was man dort findet. Ich weiß noch, also von den Items weiß ich noch, es gibt auf jeden Fall noch eine Kettensäge, die man irgendwo finden kann. Und ich glaube, einen Kampfbogen oder einen Jagdbogen gibt es auch noch und so. Aber mich würde es mehr von der Story interessieren, auf jeden Fall. Aber heißt nicht, dass ich es gleich in der nächsten Folge schauen will, dass ich es irgendwie durchspiele oder was, weil es gibt ja ein Ende. Aber ich würde gerne noch auf jeden Fall meine Behausung noch ein bisschen weiterbauen. Und ja, ohne langes Umschweifen würde ich jetzt einmal sagen, wir lassen es gut sein für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich fand es sehr interessant. Ich hatte auch wirklich Gruselfaktor, muss ich zugeben. Also erstens mal in diesem Überwachungsraum, damit die Kameras, ich finde solche Szenen, wenn man die sieht, das finde ich urgrauslich irgendwie. Sorry. Oh, ich bin ein alter Mann, ich muss schlafen gehen. Und halt eben, wie dann wie ich gegen die Puften Seniors da kämpft habe, bist du deppert. Also da hat es mir auch ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt, weil erstens vom Gehabe und sowas, das schnell sind, urstark und dann halt eben, du pfefferst da rein und die kippen nicht und nicht um. Also, boah. Ja, also für mich cooles Erlebnis heute und wie gesagt, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht beim Zuschauen und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet und wer weiß, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil, tschüss und baba.